Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Und wir wollen jetzt den Würfel in den Inkubator einsetzen. Und rein damit! My yacht need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Das ist mal eine Ansage. Scan möglich? Hallo? Kannst du mich hören? Ups. Ah, sie bläst das Tor frei. Ich brauche Luft. Und da vorne ist was passiert, das schauen wir uns auch gleich an. Das Mami fliegt wieder rum, beziehungsweise schwimmt. Brutkasten, Enzyme zum Schlüpfen hinzufügen. Ich habe das Enzym zum Schlüpfen aber nicht. Der Deal ist wohl Türchen öffnen. Quid pro quo, hä? Eine Hand wäscht die andere. Auch eine Ionwürfel. Machen wir. Hallo, ich habe das Tor aufgemacht. With the passage you've opened, my young can leave this place. Ja. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Ich krieg das Enzym zum Schlüpfen. Okay. Also ist der Deal, das Enzym herzustellen, um die schlüpfen zu lassen, damit die raus können. Und wir haben noch Theorien bekommen, das werden wir natürlich uns anschauen. Ja, das Enzym muss ich herstellen, das ist vollkommen richtig. Das lüften wir jetzt. Da ist es, das Enzym, und wir sehen, da brauchen wir ein paar Gegenstände für. Augenstängel, Seekron, Pilzprobe, Lampenbuschprobe, Geisterkrautsamen. Okay. Der Lebenszyklus des Seeimperators. Okay. Ups. Erstmal sorgen wir uns um unser Wohlergehen. So. Ja, du wartest auf dein Enzym. Und wir schauen uns mal an, wo es hier rausgeht. Goldkante, hi, grüß dich. Was? Twitch meldet dir jeden Streamer, nur nicht den Assack. Oh, das finde ich schade. Twitch halt, was willst du machen? So, dann schauen wir mal, wo wir rauskommen.
hier sind wir. Dort. Okay. Genau, das ist die Stelle nach dem Absturz. Nur mit einem Unterschied. Wir hatten jetzt eine blaue Karte mehr und konnten hier rein. So. Da ist ein Klupsi. Kleiner Klupsi. Wo sehen? Da. Leucht, leucht. Okay. Wir schauen mal, ob wir was von den Teilen des Enzyms schon hier einsammeln können, weil hier ist ja ein bisschen Fauna und Flora. Dazu muss ich das Enzym mal aufrufen, damit ich weiß, was ich brauche. Ist schön Pfeilchen? Nö. Seekrone? Hatte ich nicht Seekrone gebraucht? Seekronensamen. Aha. Seekrone ist grün, haben wir. Augenstängel, Lampenbuschprobe, Geisterkraut. Schön Pfeilchen ist das. Höllenbusch. Rotes irgendwas? Nein, ist es auch nicht. Geisterhände. Geisterkraut. Geisterhändesamen. War es doch. Nee, Geisterkrautsamen. Und das sind Geisterhände. Okay. Lass mir fallen. War das Falsche. Okay, es gibt eine Höhle. Geisterhände. Geisterkraut. Okay. Geisterkraut. Dich haben wir. Okay, ich muss, glaube ich, zurück erstmal. Und ich glaube, hier können wir auch mit dem Krebs rein. Das müsste funktionieren von der Höhe her. Da brauchen wir nämlich nicht hier im Dunkeln rum zu murksen. Ja, geschenkt. So. Duggan, ich grüße dich. Hallo. Ja, da ist ein Würfel. Ein Würfel, ich sehe dich. Hab dich. Seekrone, Höllenbusch. Geisterhände wieder. Ich brauche das Geisterkraut. Das habe ich schon kapiert. Ah, hier geht's wieder raus. Okay. Gehen wir an der Stelle eben wieder raus. Oh, da wird schon wieder über Essen unterhalten. Da kann ich gar nicht hingucken. Furchtbar. Da oben ging's raus.
Ausschau. Oh, Düsen sind leer. Gepunktet ist irgend... Nee, das Schönpfeilchen ist es auch nicht. Hier ist so fast jedes Biom drin, hä? Dann müsste es doch auch noch mehr geben, was ich sozusagen abluchsen kann. Ist es nur farblich komisch, oder... Was ist das? Nee, ist nur farblich komisch, okay. Höhlenbusch. Höhlenbusch war es doch nicht, ne? Nee, Lampenbusch. Augenstängel. Werden es schon noch hinkriegen. Das sind Seepocken. Hier ist es auch nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir sich ein bisschen Arbeit ersparen und erleichtern kann. Was bist du? Nix, siehst nur gut aus, okay. Warum leuchtet das da so? Das sind Pocken. Das ist die Seekrone. Achso. Es wird angeleuchtet. Okay. Das ist ein Lösungsansatz. Gut. Da geht's runter. Okay, war dann doch nicht so ergiebig. Da ist der Krebs. Na gut, ein Teilchen haben wir ja schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht gewesen. Das ist immer noch das gepunktete Dingsbums, ne? Das zieht mich magisch an. Da geht, ich glaube, ich war jetzt schon gefühlt beim fünften Mal da. Ja, Goldkante, genau das. Ich mache YouTube-Aufnahmen, genau. Stefan, ja, genau. So, ja. Mehr Schlaues kriege ich hier nicht raus. Dann müssen wir gucken, wo wir die Zutaten herkriegen. Erstmal raus.
Profi, schönen guten Abend. So, jetzt ist die Frage. Ich könnte natürlich meinen Krebs hier lassen und per Pedes rüberschwimmen zu der Seemotte. Dann wüsste ich auch automatisch, wo das Tor ist. Könnte man ja als Plan ins Auge fassen. Ich könnte mir so... Bäm! Gab's was auf die Nuss? Drecksack! Ich könnte aber auch eigentlich hier so zacki-zacki rüber. Könnte man auch machen. Wo ist denn die Motte? Da. Das ist... Na gut, das ist ja gut zu sehen, das Ding. Da ist der große, ja. Da unten, okay. Bums. Erstmal was trinken. Okay. Wie wurde das gelöst? Ja, ich konnte einen alten Spielstand holen und musste sozusagen alles andere wieder nachholen, nachspielen. Anders war es nicht machbar. So, also erstmal zur Motte. Fumofu, vielen Dank für den Sub. Guten Abend zusammen. Schönen guten Abend. 7 Monate. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir da einfach rüber, kartentechnisch? Müsste funktionieren. Der Richtung. Naja, egal. Wir gehen jetzt erstmal zur Motte. Genau. Also, der Plan ist, wir gehen zur Motte. Und landen erstmal auf dem Ding hier. Cool. Ich gedacht, dass es gleich klappt. Das ist schön. Komme ich jetzt unbeschadet rüber? Ja. Ja, das passt. Und ab die Post. Thank you.
Ah, schön. Meine Base. Und was ein Glück, habe ich einen zweiten Dock. Das ist günstig. Dann gehe ich aber erstmal ans Lager und fische mir den ganzen Kram raus, den ich brauche. Nein, andersrum. So rum ist richtig. War ich gerade etwas verwirrt. Na komm. Huh, wir sind wieder in der Base. Und das ist das Transportmittel, was wir auf jeden Fall brauchen. So. Erstmal stärken. Das war gut. Und noch ein bisschen Knollenkram hinterher. So. Lampenbusch, Augenstängel, Geisterkraut, Seekrone haben wir, Pilzprobe weiß ich auch, wo wir sie herkriegen. Interesting. Aber in einer neuen Folge. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Chat. Tschüss.